So, willkommen zurück zu Let's Play Halo 2. Wir waren hier stehen geblieben in bzw. auf High Charity und wollen gerade entkommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall. Die Sicherheitssysteme in diesem Teil des Doms sind besonders stabil. Dass die alles ziemlich von der Flat infiziert, wie ihr sehen könnt. Ich bin der Prophet der Wahrheit und ich habe keine Angst. Ohren hören stets seinen Rat. Okay, Leute. Da spricht also quasi die Flat, die Wir sind auf einem der Verkörperung Wahrträume der Hierarchen, ihr inneres Heiligtum. aller Sünden und der Prophet der Wahrheit sprechen da miteinander. Okay, da ist ein Grunt. Geheiligt. Okay. Okay. Aua. Tschüss. Uiuiui. Ja gut, wir haben natürlich noch hier die Bazooka. Also, vielleicht wieder hinten. Diese Krise ist nicht unser Ende. Es ist nur eine letzte Hürde. Nur eine Hürde, alles klar. Ey! Ey, 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 ey. Stopp, das war extrem unfair. Ich wurde einfach instant weggehauen. Das war knapp. Das war richtig unfair. Diese Krise ist nicht unser Ende. Es ist nur eine letzte Hürde. Der Blut. Kein Kommentar. Kein Kommentar, Leute. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Jetzt kommen die wieder von hinten. Extrem aufpassen. Geh auf. Überall in High Charity kämpfen Bund und Eliteschiffe gegeneinander. Mir fällt mal nichts mehr ein, Chief. Ich kann die Startsequenz nicht mehr lange verzögern. Der nächste Lift bringt sie zum Leitungsrohr. Beeilung. Okay, welcher Lift? Welcher Lift? Welchen sollen wir nehmen? Also. Oh, Cortana, jetzt stelle mich nicht vor so eine schwere Wahl. Okay, hier ist der Lift. Hoch. Okay, ich dachte runter. Wow, ziemlich hell. Okay, so ist schon besser. Nochmal mit Gefühl. Geschick, damit die Technologie der Blutsväter Zweck zu entfremden, aber das hier ist erstaunlich. Sie nutzen die Triebwerke des Blutsvaterschiffs als Energiequelle für die Stadt. Das Schiff startet eigentlich nicht, es löst sich vielmehr. Es koppelt sich noch an Charities Energienetz an. Halten Sie den Propheten auf, das ist alles, was zählt. Ja. Jetzt ist die Zeit unserer Entwicklung. Ihr habt's gehört, Leute. Das da hinten ist ein Blutsväterschiff, dessen Triebwerke benutzt werden. Sie müssen den Propheten aufhalten und ich muss
mich um den Index kümmern. Los! Dessen Triebwerke genutzt werden, um diese Stadt hier mit Strom zu versorgen. Wusste ich jetzt auch noch nicht so genau, aber okay. Gut zu wissen. Also ist das da hinten nichts anderes als ein Blutväter-Schiff. Uiuiui. Oh, fast runtergefallen. Vergessen Sie die Flat, Sie müssen an Bord. Wie einfach laufen? Aua. Einfach laufen, ja, ist ja gut, Cortana, ich komme. Vergessen Sie die Flat. Ich muss hier bleiben, Chief. Cortana, nein. Ja, okay, Cortana bleibt zurück. Okay, Cortana bleibt zurück. Wenn ich mit Wahrheit fertig bin. Keine Versprechungen, bitte. Wenn Sie sie nicht halten können. Wo sind wir hier? Wo die Räte die Weihe des Symbols sehen sollten. Den Beginn der großen Reise. Noch kann man das verhindern. Ich muss da rein. Dann mal aufsitzen, Gebieter. Ich weiß, wie wir durch die Türen kommen. Und weiter geht's. Hier hinten mein Hufgröße, was? Okay, ja. Und weiter geht's im Körper des guten Gebieters. Hä? Hä? Wie zum Teufel bin ich da gerade bitte gestorben? Ach, wir müssen... Oh Gott. Das sieht doch aus, als... Ich sag einfach gar nichts, Leute. So, können wir ein bisschen aufräumen. Ja, mit Master Chief habt ihr gesehen, er hat Cortana zurückgelassen. Okay. Wave gegen Wave. Ich 1, Gegner 0. Okay, Kontrollpunkt, sehr schön. Na, von wo kommen wir? Von da. Sorry. Falsches Ziel. Oh, was haben wir denn hier? Ein Scarab? Da, Gebieter. Das Scarab-Geschütz durchbricht die Türen des Kontrollraums. Oh, zwei Waves. Okay, jetzt wollen sie aber wissen. So, geht's jetzt weiter?
Die Brutes kontrollieren den Kreuzergebieter. Ich bleib hier und pass auf, dass keine Verstärkung reinkommt. Dann hol ich den Kreuzer zurück. Sie werden mit uns kämpfen. Wir haben Jäger auf unserer Seite. Ich hätte fast geschossen, Leute. Das ist ja cool. Mit Jägern zusammen. Wer macht trotzdem wieder die ganze Arbeit? Ich. So. Gut. Übertreib nicht immer so. Ja gut, im Nahkampf haben natürlich... Nein, das gibt es nicht. Im Nahkampf haben natürlich die Brutes gegen Jäger. Keine... Och nee, ne? Das ist jetzt ein Witz. Ja, gut, gleich nochmal. Jetzt ist hier noch ein Kontrollpunkt, ich verstehe es einfach nicht. Okay. So, weiter geht's. Meine Güte. War diesmal nicht ganz so einfach wie beim letzten Mal. Und wieder rein hier. Peter? Seid ihr nicht tot? Nicht schießen! Die Jäger sind zur Unterstützung hier, Gebieter. Sie werden mit uns kämpfen. Irgendwie schon episch. Richtig cool gemacht, aber okay. Diesmal lassen wir ein Stück weit mehr vorlaufen. Jetzt ist hier sogar noch ein Kontrollpunkt. Ich verstehe es einfach nicht. Meine Güte. So. Geht doch. Das sieht mal spannend aus. Nicht mehr so viel Munition jetzt. Meine Güte, mein Deutsch, ey. Nicht mehr so viel Munition jetzt. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Munition. So ist es richtig. Ah, jetzt haben wir wieder Munition, okay. Hallo. Zeig mal ein Köpfchen. Das Spiel ist aber auf jeden Fall schwieriger als Halo 1 auf normal. Also Halo 1 war ja wirklich lachhaft. Meine Güte, ey. Danke. Gut gemacht, Jäger. Jojo, weiter. Dann öffne dich. Perfekt. Sieht aber cool aus. Ui. Oh, nee, keine Drohnen.
Freund oder Feind? Feind, Feind. Ganz klar, Feind. Danke, danke, danke. Ich hab schon gemerkt.